nehmen wir es hier raus. Jetzt ist ja Öl drin. Das heißt, ich nehme das jetzt rüber, mache jetzt das Ritzel, was wir vorher schon gelöst haben, mache ich runter und lasse es erstmal austropfen. Ja. Dann kannst du in der Zeit schon mal hier das Ritzel runter machen und kannst die Gehäuse schon mal machen. Stuart ist gerade nicht da, oder? Das ist eine Produktion. Ja, okay. Rückwärts und dann ansetzen. Genau, perfekt. Hier so ein bisschen auf die Achse. Ein bisschen auf die Achse klopfen, dass es aufgeht. Und ziehst es hier über den Behälter auseinander. Ja. Ja. Okay, kannst du machen. Dann ziehst du auseinander. Dann lässt das Gehäuse nach unten ablaufen. Stellst das Gehäuse einfach so hier rein. Und die Achse auch. Dann lässt du einfach so dran ablaufen. Das andere Gehäuse liegt hinten auf dem Wagen. Wollen wir die anderen Gehäuse? Dann nehmen wir so, wir schrauben. Das heißt, den Deckel lassen wir alles drauf, ne? Ja. Ja. Auch das Ritzel, das bleibt alles. Ja. Nimmst du nochmal neue Dichtungen, Tim? Papierdichtung? Sind ja komplett neu. Ja, das heißt, 21er Ritzel. Mach aber immer neue drauf. Ja, holst du mir mal 21er Ritzel? Zwei Stück? Und gucken, dass die Dichtflächen okay sind. Hier unten haben wir Konrad Annenberg.